dir wieder richtig gut gelaunt heute. Ich bin halt eine frohe Natur. Wo musst du hin? Na prima. Kommen Sie rein! Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Morgen. Ich habe Sie hergebeten, weil ich Sie beide gemeinsam auf einen Fall ansetzen möchte. Herr Janssen. Ja? Also, Teamarbeit ist nicht gerade meine Stärke. Es ist wirklich besser, wenn Lannert allein arbeitet. Sie werden auch keinen Kollegen finden, der das anders sieht. Ihre persönlichen Vorlieben sind hier nicht von Belang. Kommen Sie bitte mal her. Das hier ist Marco Rossi, 42 Jahre alt, Italiener, in Deutschland aufgewachsen. Er hat vor 2 Monaten in einer Hamburger Disco einen Landsmann erschossen, einen gewissen Roberto Stanza. Dann ist er untergetaucht. Wir haben die italienischen Behörden um Unterstützung in diesem Fall gebeten. Und heute Morgen hat man ihn festgenommen, bei einer Verkehrskontrolle auf Sardinien. Sie beide fliegen runter, holen den Mann ab und überführen ihn wieder nach Hamburg. Die Tickets sind am Flughafen hinterlegt. Ihr Flug geht in 2 Stunden. Dieser Rossi, warum hat er denn auf den Mann geschossen? Wissen Sie was darüber? Das Motiv ist unklar. Der Zeuge Enrico Naldini behauptet, Marco Rossi nicht zu kennen. Aber sowohl Naldini als auch Roberto Stanza sind nicht aktenkundig. Das sind ja eine Menge italienische Namen. Meinen Sie, Rossi ist sowas wie ein Mafia-Killer? Kann sein. Vielleicht. Che ora è? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Sono. Sono. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Buonanotte. Buonanotte. Giorno. Giorno. Sera. Sera. Notte. Notte. Buongiorno. Buongiorno. Geht das ein bisschen mehr piano? Dove è la stazione? Dove è la stazione? Stazione. Stazione. Hier lang. Buongiorno. Buongiorno. Ho reservato una macchina. Prego. Un momento. Ho reservato una macchina. Mein Name ist Lennart. Wir hatten einen Mietwagen vorbestellt. Philippe Lennart. Okay, ich brauche Ihre Führerscheine und Ihre Unterschrift. Hier. Danke. Wieso sprichst du eine Frau in ihrem Heimatland einfach ganz selbstverständlich auf Deutsch ab? Kannst du ja nicht mal sagen. Denn Italienisch hat sie ja nicht verstanden. Danke.
Avanti. Hier sind. Vielleicht mache ich hier mal Urlaub. Kann man sicher gut wandern. Du wanderst gerne? Ja, klar. Frische Luft, eine schöne Landschaft, etwas Bewegung. Nette Gegend hier, was? Also willst du jetzt noch ein Foto machen oder können wir jetzt? Buongiorno. Buongiorno. Wir sind die Kommissare Hennings und Lannert aus Deutschland. Scusate, non capisco. Wir sind wegen Marco Rossi hier. Ah, Marco Rossi. Marco Rossi. Aha. Marini. Sì. Sono due ispettori della polizia tedesca. Sono qua per Marco Rossi. Ah, Marco Rossi. Sì. Marco Rossi. Mm-hmm. Scusi, una firma. Prego, qua. Sarà qua tra un attimo. Hm? Hm? Prego, andiamo. Prego. Grazie. Mein Dienstausweis. Wollen Sie nicht sehen? No, no, ma non importa. No. Aber ich möchte Ihren Ausweis sehen. Was wollen die denn? Signor Lannert oder Hennings? Lannert. Können Sie mir bitte Ihre Dienstausweise zeigen? Danke. Entschuldigung, wir haben gerade mit der Justiz in Dorgali telefoniert.
wo Sie Signor Rossi abgeholt haben. Rom hat das Auslieferungsersuchen der Bundesrepublik Deutschland abgelehnt. Ja, hier ist das Schreiben des Justizministeriums, das uns bevollmächtigt, Signor Rossi nach Napoli zu bringen. Ne? Ja, bitte. Ist eine ziemlich kurzfristige Entscheidung. Ah, ja, natürlich, stimmt. Tut mir leid. Signor Rossi ist auch in eine Straftat in Napoli verwickelt. Hat sich erst jetzt herausgestellt, ne? Und natürlich hat die italienische Staatsanwaltschaft großes Interesse, Signor Rossi zuerst mal vor eine italienische Gericht zu stellen. Ne? Ich hoffe, Sie haben dadurch nicht jetzt so Probleme. Schöne Schuhe haben Sie da. Ah ja, danke. Napoli, so ein Blödsinn, glauben Sie mir. Halten Sie den Mund. Hören Sie, wir fahren jetzt zurück nach Dorgali und liefern Herrn Rossi da wieder ab. Sie können uns hinterher fahren. Nein, tut mir leid. Hier in dem Schreiben steht, dass der Häftling soll sofort übergeben werden, ne? Hier. Gib Gas. Gib Gas. Gehören die zu Ihnen? Wohl nicht. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nun das Wort an den Sohn unseres neuen Ehrenbürgers übergeben, an Herrn Massimo Canzan. Danke. Als ich 6 Jahre alt war, wollte ich meinem Vater etwas ganz Besonderes zum Geburtstag schenken. Aber Sie können sich denken, 6-Jährige haben nicht genug Geld. Da reicht es höchstens mal für einen Lolli. Aber mir schwebte etwas ganz anderes vor. Ich hatte in einem Juwelierladen um die Ecke eine Uhr gesehen. Und die habe ich gestohlen. Meine Knie haben gezittert. Aber ich wurde nicht erwischt. Mein Vater bekam also die Uhr. Er sah mich lange an und fragte mich, woher ich die Uhr hatte. Ich log, aber er wollte mir nicht glauben. Schließlich gestand ich ihm, dass ich sie gestohlen hatte. Seinetwegen. Er ging mit mir zu dem Juwelier, erzählte ihm die Geschichte und bezahlte die Uhr. Ich hatte die Lektion verstanden. Das war ein höchst peinlicher Auftritt bei diesem Juwelier. Das kann ich Ihnen sagen. Herr Lora, du bist mit ihm zum Juwelier gegangen? Eine Tracht Prügel hat er bekommen. Und die Uhr? Mein Vater ist ein umsichtiger, mein Vater ist ein umsichtiger und intelligenter Mann. Ein Mensch mit Rücksicht und Anstand. Und deshalb ist er für mich immer ein Vorbild. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Und, ist er tot? Nein. Wie nein? Die Polizisten, die ihn überführen sollen, die sind das Problem. Nein, Rossi ist das Problem und du wirst es lösen, wenn mein Vater davon Wind kriegt. Ich nehme den nächsten Flieger, ich komme mit Paolo. Und Enrico? Ja. Hallo. Ja, ich bin noch dran. Rossis Tochter. Findet sie. Die verfolgen uns nicht. Aber die Reifen sind zerschossen. Er hat noch eine Tochter hier. Es wäre besser, wenn wir die mitnehmen. Die ist nämlich erst 17. Von der Tochter hat Jans nichts gesagt. Ja, aber wenn es stimmt, dann kann die doch nicht allein hier bleiben. Mädchen mit 17 ist nie ganz allein. Das meine ich nicht. Ich aber. So sitzt ihre Mutter Verwandtschaft, was weiß ich. Und mein Problem. Hey! Diese Carabinieri, wer ist das? Wenn die mich nicht kriegen können, dann schnappen die sich meine Tochter. Wer sind die? Das sind Canzans Leute, die sind hier, um mich zu töten. Wer ist Canzan? Schnappen sich meine Tochter. Wer ist Canzan? Der Mann, auf den ich geschossen habe. Sie haben auf Roberto Stanza geschossen. Ich habe auf Massimo Canzan geschossen, aber Roberto Stanza getroffen. Leider. Canzan hat das eben organisiert. Und ich muss zu meiner Tochter.
ist sie denn? Na, zu Fuß. 2 Stunden von hier. Vielleicht auch 3. Du wanderst ja sowieso gern. Da müssen wir durch. Mit Handschellen schaffe ich das nicht. Da brauche ich beide Hände. Danke. Nur damit das klar ist. Ich habe kein Problem damit, jemand in den Rücken zu schießen, der sich absetzen will. Das stimmt. Das macht ihm wirklich nichts. Dieser Stanzer. Gehörte der zu Kanzans Leuten? Warum haben Sie auf Kanzan geschossen? Ich weiß doch, wie das läuft. Ist in irgendeinem sizilianischen Dorf groß geworden oder in Neapel. Hatte eine ganz üble Kindheit, wurde immer geschlagen, schlechtes soziales Umfeld. Der ganze Psychokram. Und dann wusste der arme Junge nicht weiter. Er hat für gutes Geld Leute aus dem Weg geschafft. Daraus kann man ihm persönlich ja keinen Strick drehen, oder? Der wird dann nach Hamburg eingeflogen und jagt der Zielperson eine Kugel durch den Kopf. Menschenleben bedeutet ihm ja nichts. Das übersetzt er in 3-mal Miete zahlen, 2-mal gut essen gehen. Mann, ich bin hier geboren. Aber in Deutschland aufgewachsen. Und da habe ich auch immer meine Steuern bezahlt. Und Stanzer erschossen? Ja. Aber das wollte ich nicht. Das hätten Sie sich ja eher überlegen können. Wollten Sie nichts für Ihre Tochter? Können wir? Was ist das?
Ascolta, stasera facciamo una festa. Un party. Una party? Sì, sì. Vuoi venire con noi? Sag mal, ihr beide versteht doch bestimmt keine Silbe Deutsch. Hab ich recht? Sì, sì. Aber ihr wollt mit mir eine Party feiern, oder? Sì. Ich nehme an, normalerweise treibt ihr es mit Eseln oder Hühnern. Da komme ich euch doch gerade recht. Hm? Ist doch so, sie? Sie, sie. Dachte ich mir doch. Voi due, fuori. Wir müssen zurück nach Hamburg. Echt? Und wann? Sofort. Bitte sei so lieb und pack deine Sachen. Und wer sind die? Die begleiten uns. Das sind die Herr Hennings und Herr Lahnert. Und warum begleiten die uns? Später. Ich will das aber jetzt. Pack deine Sachen, du hast 10 Minuten. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ist das klar? Patrizia, vai. Wir sollten mal bei Jansen anrufen. Was meinst du? Hm. Gib mir mal das Handy, bitte. Ich hab's nicht. Ja, aber wo soll das denn sein? Ich schätze, du hast zum Auto vergessen, Volker. Bingo. Kann ich hier irgendwo telefonieren? Mi puoi aiutare? Mi devo liberare di questi cani da guardia. E qualche volta i cani da guardia possono essere degli angeli custodi. Hey. Hä? Sie sprechen ja Deutsch, klar. Luca spricht aber nur Italienisch. Und sie wollen doch telefonieren. Sie gehen hier raus, die zweite rechts, und dann laufen sie direkt auf das Haus der alten Sophia zu. Da steht das Telefon. Ich habe auch noch ein paar Sachen oben. Ich begleite es. Darf ich? Lahnert hier. Wussten Sie, dass Rossi eine Tochter hat? Nein, das ist mir neu. Wo sind Sie? Noch auf der Insel. Sagt Ihnen der Name Canzan was? Ja, ich kenne einen Romano Canzan. Hab mal gegen ihn ermittelt. Das ist 20 Jahre her. Er hat gerade die Ehrenbürgerschrift der Stadt Hamburg erhalten. Ich meinte eher Massimo Canzan. Das ist sein Sohn. Müssen Sie nicht schon in der Maschine? Doch, doch. Aber hier sind Männer in Donzer und Rossi behauptet, dass sie im Auftrag von Massimo Canzan handeln. Nur das Nötigste, wir gehen zu Fuß. Nach Hamburg. Den Schlüssel. Ich hab den nicht. Dann warten wir. Was geht denn hier ab? Pack deine Sachen, das erkläre ich dir später. Jetzt pack endlich deine Sachen! Sie können sich nirgendwo verstecken.
Konzernsmänner werden Sie überall aufspüren. Und das wissen Sie auch. Man wird Sie immer hetzen. Und denken Sie an Ihre Tochter. Ich weiß genau, was ich tue. Ihr Lannert, es gibt keine Flüge mehr nach Hamburg. Alles ausgebucht. Da müssten Sie die Fähre nehmen nach Genua. Ja, also gut, die Fähre. Hallo. Hallo. Ich glaube, Sie hatten jetzt Ihren Spaß. Halten Sie endlich den Mund. Sorgen Sie lieber dafür, dass Ihr Kollege vernünftig bleibt. Er macht sowieso, was er will. Das stimmt. Waffe fallen lassen. Ich kann nicht mit Ihnen nach Hamburg kommen. Non mi piace ripetere.
bin ja nie einem Auftragskiller begegnet, aber ich glaube nicht, dass er einer ist. Ich auch nicht. Wir sollten da oben übernachten. Bis zur Fähre schaffen wir es nicht. Ich kann auch nicht mehr. Weiter. Ich würde gern weitergehen. Wir müssen durchs Gebirge. Ohne Licht brechen Sie sich das Genick. Was ist denn das hier? Eine Grabstätte oder sowas? Das ist eine Nurage. So 2.000, 3.000 Jahre alt. Die gibt's hier überall. Warum die gebaut worden ist, bis heute noch ungeklärt. Wir sollten Holz sammeln, um ein Feuer zu machen. Wird hier ziemlich kalt nachts. Gehen wir. Machen Sie das öfters? Häftlinge nach Deutschland bringen, meine ich. Nein. Das ist das erste Mal. Ich arbeite eigentlich in der Mordkommission. Das ist bestimmt nicht leicht, wenn Sie mal mit Toten zu tun haben. Schlimm ist es, wenn es Kinder sind. Was wird eigentlich aus mir, wenn Sie meinen Vater ins Gefängnis bringen? Naja, du kommst zu deinen Verwandten, nehme ich an. Zu deiner Mutter. Die ist tot. Warum sind Sie eigentlich Polizist geworden? Warum wollen Sie das eigentlich wissen? Wenn Sie mich in Hamburg abliefern, bringen die mich um. Im Gefängnis sind Sie sicher. Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, jemanden loszuwerden als den Knast. Und das wissen Sie genau. Ich habe doch gesehen, wie versessen der ist, mich zu beseitigen. Wartet nicht mehr, bis wir in Hamburg sind. Könnte er aber. Sie bringen mich ja direkt zu ihm hin. Ich bringe Sie nicht zu diesem Kanzern. Bringen Sie vor Gericht. Gut, und was ist mit meiner Tochter? Ich bin noch nicht blöd. Sie waren so blöd, sich bei einer Verkehrskontrolle erwischen zu lassen. Ihre Mitleidstour können Sie sich sparen. Das zieht bei mir nicht. Mann, was ist eigentlich los mit Ihnen, ne? Ich kann Sie ganz einfach persönlich nicht leiden. Wenn Sie mich in Hamburg abliefern, ist das so, als hätten Sie mich selbst umgebracht. Kopfschmerzen? Fürs Herz. Ach, Sie haben mein Herz? Ja, aber nicht für Kinder. Wenn Sie meinen Vater, sagen wir, verlieren würden, dann könnte man Ihnen ja daraus keinen Vorwurf machen, oder? Ich lasse keine Mörder laufen.
Lass mal, Patricia. Das sind echte Deutsche. Die bekommen einen Befehl und fragen nicht groß nach. Gehen einfach los und erledigen das. Denen bedeuten die Menschen nichts, die sie verhaften. Einen Verhafteten übersetzen, die ihnen einmal Miete zahlen und zweimal gut essen gehen. Ich mach die erste Schicht. Du kannst dich ja schon mal hinlegen. Vielleicht ist es ja nur ein Tier. Bleib hier. Vielleicht mal die Handschellen aufmachen? Können Sie vielleicht mal den Mund halten? Und? Was gefunden? Nein. Nichts. Gehen wir. Schon direkt am Hafen, also. Marco Rossi hatte eine Pizzeria in Altona zusammen mit seiner Frau. Ja, und? Das Lokal ist abgebrannt. Rossis Frau ist dabei ums Leben gekommen. Kurz darauf hat Rossi diesen Stunzer erschossen. Weil er ein miserabler Schütze ist. Er wollte eigentlich Kanzan Junior treffen. Dieser Stunzer war wohl in der Schusslinie. Sagt Rossi das? Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass sich Massimo Kanzan in der Disco aufgehalten hat. Gut, er ist vor 5 Jahren mal wegen Betrugs und Schutzgelderpressung auffällig geworden. Aber man konnte ihm nichts nachweisen. Zeugen wollten auch nicht aussagen. Danke. Bernhard? Ja? Gegen die Familie Kanzan wollte noch nie jemand aussagen.
Geben Sie mir den Staatsanwalt. Servilletti, Signore. Arrivederci, buon viaggio. Danke. Kabine gibt's nicht. Wir haben zwei Zweierkabinen nebeneinander. Geht schon mal vor. Sofort. Il team di Sveglia è a vostra disposizione durante tutto il tragitto e vi augura buon viaggio. Danke. Ich bin gleich wieder zurück. Ziemlich übersichtlich. Aber größer als eine Gefängniszelle. Ich würde jetzt gern duschen gehen. Ja. Sicher. Natürlich. Ihr Kollege Lanard, arbeiten Sie schon lange mit ihm zusammen? Nein. Sie können ihn nicht leiden, hm? Jedenfalls haben wir noch nie ein Bier miteinander getrunken. Sind Sie eigentlich verheiratet? Nein. Haben Sie schon mal mit einer 17-Jährigen geschlafen? Weniger. Meinen Sie meinen Vater und mich? Weißt du, vor 20 Jahren, da hätte mich das vielleicht schwach gemacht. Aber heute, naja. Sei so nett und nimm deine Hand da weg. Komm mit. Ich habe gehört, das Restaurant deines Vaters ist abgebrannt. Das muss ja kurz vor eurer Reise nach Sardinien passiert sein. Ja? Naja, weiß ich ja, ein Kurzschluss oder ein Kabelbrand oder sowas.
glaube, du kennst Massimo Canzan und Roberto Stanza auch. Signori passeggeri, saremmo lieti di potervi attendere nel nostro ristorante di bordo. Und die wollten Schutzgeld von euch erpressen, nehme ich an. Und dein Vater wollte nicht zahlen, also haben sie eure Pizzeria in Brand gesteckt. Meine Mutter wollte nicht zahlen. Mein Vater hätte das getan. Aber sie nicht, sie... Eine Woche später sind bei uns die Brandsätze ins Lokal geflogen. Meine Mutter war allein. Das heißt, sie war nicht allein. Ich war da. Ich war in der Wohnung drüber. Ich hab's nicht gemerkt. Und da hat dein Vater sich dann eine Waffe besorgt. Wir waren zwei Tage und Nächte ständig unterwegs. Ich dachte, mein Vater wäre zu feige, um vor Gericht auszusagen. Aber das stimmt nicht. Bei mir hat es auch schon versucht. Los, wir wollen was essen. Non ti muovere! Ich bin deutscher Polizist. Ich überführe einen Straftäter. Waffe fallen lassen! Hier ist jemand entführt worden. Und ich habe gesagt, lassen Sie die Waffe fallen! Sie auch! Lassen Sie die Waffe fallen! Stehen bleiben, Rossi. Gehen Sie weg, Mann! Rossi, bleiben Sie stehen! Gehen Sie weg! Soll stehen bleiben! Weg da! Lanart. L-A-N-A-R-T. Sì, con un suo collega. Va bene, aspetto. Ich an Canzans Stelle würde in aller Ruhe in Hamburg warten, bis man mir Rossi vor die Nase setzt. Macht er aber nicht. Der setzt alles daran, um den Mann vorher zu töten.
wieso? Weil... Es macht nur Sinn, wenn sein Vater davon nichts weiß. Und es auch nicht erfahren soll. Ich dachte, ich würde sterben vorhin. Ich hatte auch eine scheiß Angst. Wenn das hier vorbei ist, können wir ja mal ein Bier zusammen trinken gehen. Was ist mit dir los? Kleiner Anflug von Sympathie? Durst. Si? Okay, aber du zahlst. Ah, beh, va bene, capisco. Grazie. Ihre Angaben konnten nicht überprüft werden. Es ist leider schon zu spät. Erst morgen. Hm? Jetzt hören Sie mal zu. Wir sind von der deutschen Polizei. Auf uns wurde geschossen, es ist jemand entführt worden und Sie erzählen mir, dass Sie keinen erreichen. Das Ministerium ist geschlossen. Sie werden vor morgen früh niemanden mehr erreichen können. Das ist ja wie in Italien. Was ist mit meiner Waffe? Auf diesem Schiff ist das Tragen von Schusswaffen verboten. Das sind die beiden. Andrea Conti, ich bin Sicherheitsbeauftragter auf diesem Fährschiff. Dieser Herr hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Sie Handfeuerwaffen mit sich führen. Die würde ich später gerne mal sehen. Vielleicht wissen Sie es nicht, aber das Mitführen von Waffen auf diesem Schiff ist nicht gestattet. Ich muss Ihre Handfeuerwaffen daher konfiszieren. Ein Augenblick. Was ist das? Scusi, Signor Gazzan, non sapevo che fosse lei. Prego. Was ist das für ein Schreiben? Die beiden Herren führen ein Schreiben mit sich, das sie dazu berechtigt, ihre Waffen auf dem gesamten italienischen Staatsgebiet mit sich zu führen. Das schließt auch die seerudernde Fähre mit ein. Mit welcher Begründung? Vom Innenminister. Die Herren dürfen sich zu ihrer eigenen Sicherheit mit sich führen. Seien Sie mein Gast. Wir haben nichts gegen Sie, oder? Gar nichts. Ich sag Ihnen was. Rossi gegen seine Tochter. Ganz einfach. Ich gebe Ihnen eine Stunde, dann schmeiße ich die Kleine von Bord. Und das ist kein Scherz. Also bei mir müssen Sie nicht auf die Tränendrüse drücken. Ich kann die Nervensäge sowieso nicht ausstehen. Ich glaube nicht mal, Ihr Vater kann Sie wirklich leiden. Sie sehen, Sie tun mir einen großen Gefallen, wenn Sie nicht nur davon quatschen, sondern es auch wirklich tun. Sie nehmen mich nicht ernst. Falsch. Sie nehmen mich nicht ernst. Ich lasse mich wegen der Kleinen nicht unter Druck setzen. Der Vater von Herrn Gazzan ist in Hamburg ein bekannter Mann. Was mein Freund hier Ihnen sagen will, ist Folgendes. Mein Vater hat erstklassige Verbindungen. Wenn Sie mir also einen Gefallen tun, dann würde das für Ihre weitere Karriere ganz bestimmt vorteilhaft sein. Das versichere ich Ihnen. Nein. Ich garantiere es. Also, mit Ihrem Olivenölscham
hätten sie mich um ein Haar eingewickelt. Ich will gar keine Karriere machen. Ich glaube, in Hamburg haben sie bald eine Menge Probleme. Ich hab's mir anders überlegt. 30 Minuten, dann ist die Kleine tot. Kann man sie hier an Bord irgendwie erreichen? Haben Sie ein Handy? Nein. Ständig erreichbar müssen nur Dienstboten sein. Unternehmen Sie was, verdammt nochmal. Was soll ich denn unternehmen? Dieses Papier, was auch immer da drauf steht, ist falsch. Ja. Hören Sie, vielleicht wissen Sie nicht, wer diese Leute sind. Ich weiß genau, wer diese Leute sind. Und wenn Sie mir nicht helfen, machen Sie mich strafbar. Strafbar? Diese Leute haben ein noch offizielles Schreiben dabei, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Ich darf doch telefonieren. Ich habe eine Frau und drei Kinder. Ja? Janssen? Ach, Lennart. Ja? Kanzan ist an Bord. Wir brauchen hier dringend Unterstützung. Auf der Fähre? Was ist denn los? Hier ist die Hölle los! Das kann Stunden dauern, Lennart. Bis dahin sind Sie auf sich allein gestellt. Geben Sie mir meine Waffe. Bitte. Rico. Danke. Pass auf dich auf. Attaccando naturalmente Ternana che sta tenendo comunque bene testa agli avversari, tiene bene anche il campo la squadra di Pulic, questa è la punta iniziale eseguita adesso mentre vediamo Stellone e Swok appostati a... all'altezza della linea centrale, palla sulla fascia di sinistra, sta scendendo Mora, raccolto la corsa Piccoli, ha cercato a sua volta la...
verletzt? Sind Sie verletzt? Was ist? Geht er nicht ran? Scheint sich irgendwie tot zu stellen. Danke. Ich bin mir nicht um Sie persönlich. Ich habe auf ganz angeschossen. Sofort zu rechnen. War doch so. Ja. Nein, ich kann sie nicht losmachen. Ihre Tochter hat gesagt, nach dem Tod ihrer Frau sind sie 2 Tage und Nächte nur auf den Beinen gewesen. Warum? Kanzan hat uns gesucht. Er wollte ein Exempel statuieren. Woher wollen Sie das wissen? Freunde haben mich gewarnt. Sowas spricht sich schnell rum. Da war ich mit Patricia ständig in Bewegung. Das konnte ja nicht ewig so gehen. Irgendwann hätten die uns gefunden. Und dann haben sie sich eine Waffe besorgt? Ja. Die Frage war nur, wer findet wen zuerst? Sie hätten ja zur Polizei gehen können. Oder ein Grundzeugenschutzprogramm. Schutzprogramm? Klingt richtig nett, wenn Sie das sagen. Für mich gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss Ihnen früher oder später entkommen. Und ein für alle Mal mit ihr untertauchen. Tja. Das würde ich an Ihrer Stelle auch versuchen. Und auch. Kanzan? Kommissar Philipp Lanard, spreche ich mit Romano Kanzan? Wissen Sie, wie spät es ist? Ja, danke, ich habe eine Uhr. Ich bin hier auf einer Fähre von Sardinien nach Genua. Und es wird Sie vielleicht interessieren, wer mir Gesellschaft leistet, Ihr Sohn. Was wollen Sie? Er hat die Pizzeria eines gewissen Marco Rossi in Brand gesteckt, weil der ihm kein Schutzgeld bezahlen wollte. Dabei ist Frau Rossi ums Leben gekommen. Wussten Sie das? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, aber ich. Jedenfalls überführe ich Herrn Rossi gerade nach Hamburg. Aber Ihr Sohn gibt sich ziemlich Mühe, aus dieser Fähre einen kleineren Kriegsschauplatz zu machen. Es gab bereits 2 Tote. Das sagen Sie? Ja, sage ich. Und ich sag's vor allem der Presse, wenn Sie ihn nicht sofort zurückpfeifen. Nur der Anwalt. Schlaf weiter.
dein Vater. Wo steckst du? Ich bin in Hamburg. Wieso? Lüg mich nicht an! Du bist auf der Fähre nach Genua. Und du machst mir Schande. Große Schande! Nachts um zwei ruft mich die Polizei an. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich da fühle? Seit 20 Jahren habe ich mit der Polizei überhaupt nichts mehr zu tun. Papa, unterbrich mich nicht! Ich bin Ehrenbürger der Freien Hansestadt Hamburg. Und du? Was machst du? Sprichst du nicht mehr mit deinem Vater? Doch. Dieser Rossi ist tot. Wenn die Fähre ankommt, ist er tot. Und seine Tochter ist tot. Hast du mich verstanden? Ja. Diesen Augenblick gewartet. Abhören. Sie hat sich bestimmt gefragt, ob ich davon nichts merke. Warum ich nicht sie hier runterkomme. Ich glaube sogar, sie hat mich gerufen. Ich habe schon meine Mutter verloren. Wenn sie meinen Vater ins Gefängnis bringen, habe ich niemanden mehr.
Und? Irgendwann kommen wir auch mal an. Verdammte Scheiße. Gut. Ihr holt jetzt den Bullen aus der Krankenstation. Hierher. Sie auf. Wir haben Ihren Kollegen. In einer Minute sind Sie hier. Verstanden? Wo sind Sie? Vor dem Restaurant. Gut. Ich bin gleich wieder da. Wo ist Rossi? Eins. Zwei. Drei. Was wäre denn, wenn Rossi bereits tot ist? Sie hatten doch noch einen anderen Mann, oder? Der wollte Sie so gern anrufen. Ich erschieße ihn. Wenn Sie meinen Partner verletzen, dann vergesse ich, dass ich Polizist bin. Komm, Volker. Wir gehen. Stehen bleiben. Sie haben doch gewonnen. Rossi ist tot, seine Tochter ist tot. Aber wenn Sie unbedingt 30 Jahre in den Knast möchten, dann müssen Sie mir jetzt in den Rücken schießen. Ach, und bevor ich das vergesse, Ihr Vater ist verhaftet worden. Und raten Sie mal, warum? Er hat einen Mordauftrag erteilt für Rossi und seine Tochter. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, wer den angenommen hat. Butta la pistola! Danke. Es tut mir leid mit Ihrer Frau. Wissen Sie, jeder Tag mit meiner Frau war ein besonderer Tag. Diese Tage gibt's nicht mehr in meinem Leben. Es muss doch auch jemanden geben, den Sie lieben. Sicher. Und wen? So gut kennen wir beide uns nun auch wieder nicht. Sie haben mir immerhin das Leben gerettet. Nein, das stimmt nicht. Ich bin zu spät gekommen, Sie waren bereits tot.
Ich an Ihrer Stelle würde hier oben bleiben. Ich würde aufpassen, dass mich keiner sieht. Und einfach wieder zurückfahren. Ja, so würde ich das machen. Als hätte ich einen Beinschuss. Wo ist Rossi? Tot. Haben wir es also doch nicht geschafft? Ja, genau. Die Leichen von Patricia und Marco Rossi wurden nie gefunden. Für deren Ermordung konnte Paolo De Luca nicht mehr verurteilt werden, da er bei einem Schusswechsel mit Kommissar Philipp Lannert ums Leben kam. Romano und Massimo Canzan wurden wegen Anstiftung und Beihilfe zum Mord zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Hennings und Lannert gingen noch in Genua ein Bier trinken. Lannert zahlte.